Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Vanilla Minecraft. Heute mal wieder alleine. Da oben steht es irgendwo. Erstens, Entschuldigung, kommt ein bisschen spät die Folge, tut mir auch leid. Und zweitens, wir haben ein Problem. Wir haben in der Nähe keinen Dschungel. Also, Exidians ist letztens, glaube ich, an die 10.000 Blöcke weit geflogen. Und hat nichts gefunden. Weder Anzeichen auf den Dschungel noch irgendwas anderes. Das Bild ist bloß, ich weiß jetzt verschreckt gar nicht, wo ich bin. Geil. Hallo, lassen Sie mich alleine. Ja. Aber ich werde mich selber nochmal umgucken. Rein theoretisch müssten wir jetzt oder so nochmal unter die Untertage gehen, weil wir brauchen mal wieder Materialien. Diverser Gegenstände. Quatsch, Materialien, diverser Gegenstände. Was laber ich denn jetzt für ein Quatsch? Materialien halt. Rohstoffe. Na, ich habe eigentlich total. Warte mal, war hier nicht irgendwo in der Nähe Lava? Oder war das jetzt Wasser? Mist, Wasser. Ja. Von daher. Einfach mal schauen, was uns jetzt noch erwartet. Wie schon gesagt, ich werde noch ein bisschen weiter rumgucken wegen irgendwelchen Dschungel, was auch immer, Gedöns, Kladderadatsch. Entschuldigung, der Frosch im Hals, da geht mir gerade wieder tierisch auf den Sack. So, von daher aber mal umschauen. 15 mal Wolle, rein theoretisch bräuchte ich jetzt noch Holz. Oh, was haben wir hier? Achso, ich dachte, das wäre ein Minenschacht oder sowas. Heute erstmal wieder mit Shader. Hat er gesagt, den habe ich an, wenn ich außer Tage bin. Beziehungsweise, wenn es nicht allzu dunkel ist. Das Blöde ist eben halt, ich habe 0 Betten. Von daher kann ich die vermaledeite Nacht auch nicht überspringen. Du. So, blöde ist jetzt eben halt, jetzt wird es dunkel. Naja. Noch ist es so hell, dass man was sieht. Hoffe ich zumindest. Ich habe auch gehört, dass bei 7 Days to Die ein bisschen dunkel geworden ist. Ich werde das dann auch im Video von 7 Days to Die nochmal ansprechen. Das Problem ist, da kann ich es nicht heller machen. Ich habe gestern nochmal in den ganzen Menüpunkten nachgeguckt und man findet da echt nichts von wegen Helligkeit oder was auch immer. Falls ihr irgendwie eine Möglichkeit findet, da das ein bisschen heller zu machen, damit man ein bisschen mehr sieht, dann könnt ihr es mir irgendwie zukommen lassen. Wäre toll. Aber wie schon gesagt, es gibt da keinen Menüpunkt von wegen Helligkeit oder irgendwas in der Richtung. Es tut mir wirklich leid. Nee, von hier bin ich ja gekommen. Ich wollte in die Richtung. So. Wieder so ein geiler Berg. Da fällt mir eigentlich schon wieder ein, was ich da bauen könnte, ohne Witz. Aber welche Richtung? Schaffe ich schon? Brauche ich jetzt die Aufnahme nicht? Nee, cool. Weil ich musste ja das Tastenkürzel wegen Galactic Science ändern. Aber das sollte ja nicht so schwer sein. Nein, nein. Ich weiß bloß, dass ich kein F2 drücken darf. Dudai. Und ja, ich weiß, ich entferne mich immer weiter von zu Hause. Ich glaube, ich werde das dann auch so machen, dass ich zurückfliege. Autschi. Achso, ich habe ja
Dieses Feather Falling drauf, oder wie das heißt. Gut, gut. Hier haben wir noch mal ein bisschen Kohle. Also alles, was ich jetzt hier so finde, einpacken, mitnehmen. So, ach, ein Federfall ist das, glaube ich, auf Deutsch. Denke ich zumindest. Ich habe das jetzt zuerst mal wieder auf Englisch gestellt. Ne, ich habe es auf Deutsch. Dann ist es Federfall. Verdammt. Autsch. Also irgendwie leckt das. Warum auch immer. Hüpfi, hüpfi. So, heute ist Donnerstag. Wenn nichts dazwischen kommt. Wenn dann nichts dazwischen kommt. Nee, weil ich bin gerade am Überlegen, ob ich euch jetzt schon ein gutes Wochenende oder so wünsche. Aber das hat ja noch bis morgen. Morgenzeit, genau. So, jetzt ist eben halt gerade Minecraft dran. Dann ist bei mir noch 7 Days to Die muss auch noch gemacht werden, weil ich bin das Wochenende nicht da. Deswegen ist es schon praktisch, dass ich da eben halt rein theoretisch gleich hochladen kann, wenn, nachdem ich es gespielt habe. Das ist günstig, also nachdem ich es aufgenommen habe. Aber ich glaube, das geht jetzt zu tief in die Materie rein. Denke ich zumindest. Ich hoffe, ihr hattet auch eine gute Woche. Eine angenehme Woche. Eine schöne Woche. Meine war geprägt von ziemlich viel draußen rumlaufen. Habe ich im Endeffekt auch schon lange nicht mehr gemacht. Einfach mal nur so Kopfhörer in den Ohren, Musik hören und einfach mal nur laufen. Das ist mal was sehr Interessantes. Tut gut. Ich wollte mir so das immer überlegen, ob ich mal so eine Art kleine Wanderung mache. Also jetzt hier nicht in Minecraft, sondern eben halt wirklich, ich einfach mal nur ein paar Sachen einpacke. Und einfach mal nur laufe. So in der Heide oder so. Mal richtig frische Luft schnappeln, nie andauernd diese Stadtluft. Wäre eigentlich mal ganz interessant. Hüpfi. So. Ich glaube, ich kann das. Das müsste mir jetzt mal sagen. Kann das sein, dass ich relativ oft so sage? Vor allen Dingen, wenn ich alleine aufnehme? Das Problem ist eben halt auch, wenn ich alleine aufnehme, habe ich ja niemanden zum Reden, außer euch natürlich. Aber man klingt jetzt zwar komisch, aber man weiß eben halt nie, was man sagen soll. Das ist eben halt, deswegen seid mir nicht böse, wenn ich vieles wiederhole oder eben halt was sage, was ich schon 20 Mal gesagt habe oder 30 Mal. Weil, keine Ahnung. Was ich demnächst auch noch wieder aufnehmen will, das ist Fallout will ich wieder machen, obwohl eigentlich die Zuschauerzahlen ein bisschen mausen. Nicht schlimm. Mach's trotzdem. So. Und was ich eventuell auch wieder aufnehme, das ist X3 Reunion. Habe ich ja blöderweise pausiert wegen, ich glaube, ich habe einen beschissenen Starter hingelegt. Bin ich mir jetzt aber auch nicht so sicher. Von daher habe ich das erstmal, wie schon gesagt, pausiert. Aber ich glaube, ich werde das wieder ins Programm aufnehmen. Müsste ich mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Na, ich muss ja sagen, privat spiele ich ja doch jetzt, also in letzter Zeit spiele ich wieder ziemlich oft Factorio. Und, wie heißt's? Ja, eben halt League of Legends. Von daher ist die Steuerung dann eben halt bei X dann wieder eine ganz andere. Muss man sich erstmal wieder umstellen und boah.
Aber ich werde das schon schaffen irgendwie. Ich hoffe, man kann da auch die Helligkeit ein bisschen höher drehen. Boah. Also ich muss sagen, manchmal zweifle ich ja doch schon an meine, ich sage jetzt mal, Kompetenz. Dass man eben halt nicht wirklich irgendwie bei manchen Spielen was heller stellen kann. Es ist einfach nur ein Graus. Und eventuell, da bin ich aber noch ganz groß am Überlegen, ob ich mal wieder altes Live aufnehme. Ein Kumpel, also Exidience, hat sich eben halt jetzt einen komplett neuen Server ausgesucht, der jetzt eben halt komplett aufgebaut wird. Mal schauen, wie der wird. Und da hat er mich eben halt auch schon gefragt, ob ich da irgendwie Interesse hätte, da mitzumachen. Und naja, altes Live ist eigentlich schon irgendwo ein geiler Mod. Denke ich zumindest. Nee, also ich muss sagen, die Zeiten damals, die waren schon geil. Genauso wie meine alten Zeiten damals beim American Football, die waren ja eigentlich, also war mal eine Erfahrung. Hat ja 3 Jahre lang aktiv gespielt. Aber dann hat es eben halt nachgelassen wegen körperlichen, ich sag's jetzt mal, Wehwehchen. War eben halt damals so, dass ich also während des Spiels gegen eine Mannschaft habe ich eben halt falsche Beinposition gehabt. Und mir ist da eben halt jemand volle Kanne reingekracht. Und da war ich eben halt das ganze restliche Spiel auf der Ersatzbank. Das ist schon irgendwo ein scheiß Gefühl, wenn man eben halt wirklich das erste Mal nach so einer Verletzung wieder steht und man denkt, das Knie geht in die andere Richtung. Also das. Aber ich muss sagen, es hat schon Spaß gemacht und irgendwo vermisse ich es auch. Gebe ich ehrlich zu. War schon geil. Oh ja, die Zeiten. Vor allem, weil der Coach prinzipiell einen Busfahrer gefragt hat, ob ich vorne sitzen darf. Das war so episch. Also jetzt nicht direkt am Steuer sitzen, sondern eben halt in Anführungsstrichen direkt neben dem Busfahrer als sogenannter Beifahrer. Saß ich dann eben halt auch mitten direkt hinten an der Scheibe. Ich liebe ja Lastwagen oder so. Das ist keine Ahnung. Einfach nur grandios. Diese Power, die drunter steckt, diese Kraft, die so ein LKW aufbringen muss, um einfach nur von A nach B zu kommen. Ja, was der Mensch sich hat alles so einfallen lassen. Oder hatten wir etwa dabei doch Hilfe gehabt? Autsch. Man weiß es nicht, man vermutet bloß. Also ich bin auch noch fester Überzeugung, dass wir eben halt nicht alleine in dem Universum sind. Und ich glaube, das kann mir auch keiner ausreden. Aber ich weiß nicht. Ich kann es mir definitiv nicht vorstellen. Und Leute, die eben halt wirklich sagen, ja, wir sind alleine, das sind eben halt wirklich bloß die Egoisten, die eben halt wirklich, keine Ahnung. Weil wenn ich mir vorstelle, unser Universum ist eben halt so unendlich groß. Aber ich glaube, das wäre mal. Das ist wieder so ein Thema, wo sich eben halt die Geister streiten. Und ich glaube, so kurz vor Folgenende ist eben halt so ein Thema nie ansprechbar. Ich glaube, das werde ich dann auf morgen verschieben. Weil ist einfach besser, wenn man das eben halt, wenn man wirklich die ganze Folge darüber eben halt philosophieren kann, ob wir alleine sind oder nicht. Und ich bin immer noch fest der Meinung, nein. Ich bin auch noch fest der Meinung, dass wir schon besucht wurden. Habe ich schon gesagt, das klären wir alles nächste Folge. Da könnt ihr euren Senf dann auch dazugeben. Ich glaube, da wird es eben halt ein, wie heißt das? Physikalischer Beweis mit Negro. Kann ja sein. Man weiß es nicht. Aber wenn ich so auf den Timer gucke, was ist jetzt schon wieder für heute?
Blöderweise eben halt nicht viel geworden, weil man findet hier ja nichts. Ne? Ich wünsche euch viel Spaß beim Gucken. Wir sehen uns dann morgen wieder. Haut rein und tschüss.